Willkommen zurück bei Dragon Age Origins. Wir sind im Wunder von Thedas, und zwar aus zwei Gründen. Wir werden jetzt ein bisschen dem Sänftigen reden. Willkommen bei den Wundern von Thedas. Ja. Und da wir mittlerweile nicht mal ganz 275 Gold haben und ich einfach keinen Sinn mehr daran sehe, so viel zu sparen, oder generell es einfach auch keinen Sinn macht, groß rumzusparen, werden wir jetzt ein bisschen was ausgeben. Und zwar die gute Win, die ist ja vom Equip, hängt die den anderen so ein bisschen hinterher, während Alistair und Cass immer die dicken Rüstungen bekommen. Die schönen Sets bekommt sie gar nichts und deswegen kaufen wir jetzt ein bisschen ein. Und zwar den Winteratem für 30 Gold, 75 Kälteresistenz, 3 Zauberkraft, 10 Kälteschaden und strahlt Kälte aus. Also immer das auch für einen Bonus ist, den kaufen wir ein. Und dann war ja noch irgendwas, was ich haben wollte. Welche DT Winterrobe war es? Robe der Hexe? Nee. Wobei, jetzt muss ich gerade mal gucken. Wir haben doch auch welche bekommen. Ja. Ein Oberverzauberer oben. Die, achso. Was trägt der im Moment? Ich glaube, im Moment hat sie doch die bessere Version davon, ne? Genau. Was trägt denn? Ich weiß gar nicht mehr, was Morrigan im Moment trägt. Ich glaube, die trägt auch was Besseres. Und die Verzauberrobe aus 1000... aus T-Winter. So. 0,5 Mana-Regeneration, 3 Zauberkraft, 10% Chance. Ja. Und wir hatten... das ist sie ja. Und wir hatten hier noch für 92 Gold Reapers Gewand. 10 Konstitutionen, 20 Feuerresistenz, 16 Zauberresistenz, Angriffe ausweichen und Rüstung. Oh Gott, das ist teuer. Das ist so teuer. Aber das sind gute Resistenzen und... kaufen wir das Ding einfach mal. Und behalten wir die noch für Mana-Regeneration? Nee, die behalten wir nicht. Gut. Kleiden wir uns mal hier einen neuen ein. Erstmal der Winteratem, wie sieht der denn aus? Was haben wir denn im Moment? Wir haben immer noch den Stab des Verzauberers, nichts Dolles. Naja. Ja, optisch mal ein geiles Upgrade. Juhu. Aber okay, und die Robe, sieht die denn wenigstens ein bisschen besser aus? Das war aber... Das ist so eine Rüstung, die würde ich dann doch lieber an Morrigan sehen, muss ich gestehen. Oh Gott, oh ja. Gut, nee, zu dir wollten wir. Und wenn wir eh schon mal hier sind, können wir das ja gerade mal probieren. Das Wetter ist schrecklich. Ich mache mal kurz einen Quicksave. Falls das jetzt nicht klappt, dann, ja, gucken wir mal. Wird erledigt. Okay. Geht auch so. Gut. Dann gehen wir jetzt noch fix zu Coldread zurück. So. Geben die, falsche Richtung, die Quest noch ab. Ohne uns noch eine neue. Falls der noch eine hat, aber der hat mit Sicherheit noch irgendwas. Und dann Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk, direkt aus Orsama. Hier wollte ich auch noch was kaufen, genau. Willkommen zurück. Möchtet ihr euch noch etwas anderes ansehen? Mensch, wenn er jetzt nicht so nur die herausragendsten hätte, Waren, direkt aus Orsama. Wenn der nicht so rumgeplättet hätte, hätte jedes ich jedes dieser Stücke trägt das Qualitätssiegel des Fahrt... Ist gut, erzähl nicht so viel. Er hatte nämlich auch noch eine schöne Waffe. Und da habe ich nicht diese hier für 151 Gold, die natürlich auch sehr, sehr geil ist, sondern, wo haben wir es? Meteoritenschwert. 2 Stärke, 3 Schaden, 16,5 Rüstungsdurchschlag, so wie bei unserem Alterslos, aber noch mit 2 Ruhmplätzen. Das für 3 Gold, ey, für 3 Gold, das ist so ein Witz. Nehmen wir mal mit, können wir zur Not irgendwie Stan oder Ogryn geben. Ich glaube, Stan hat sogar noch ein ganz altershässliches Teil. Und für das Geld kann man nichts sagen. Wie viel Gold haben wir jetzt eigentlich? Okay, 150 immer noch. Aha. Ihr seid zurück, was? Mhm. Sobald Sir Nancy klar wird, dass sie beraubt wurde, wird sie vor Wut schäumen. Einfach wunderbar. Wirklich gute Arbeit. Das gefällt dir, ne? Hättet ihr Zeit für eine weitere Aufgabe? Ja, habt ihr ein Ziel für mich? Es freut mich, dass ihr fragt. Es kostet euch 3 Sovereigns. Ja, machen wir. Dieses Mal bestehlen wir nicht irgendein Mädchen. Wir bestehlen Ben Darby. Meister Tilver, der Silberschmied des Bans, hatte sich die letzten Wochen ein wenig erholt. Aber heute ist er in der Stadt. All seine wertvollen, teuren Waren sind sicher weggeschlossen. Den Schlüssel trägt er bei sich. Er hat 2 Wachen dabei. Auch eher von der teuren Sorte. Wenn ihr an ihn vorbeikommt, müsste es klappen. Viel Glück, Wächter. Mhm, mh.
Und ich glaube, das Schwert, was wir jetzt bei dieser Quest geklaut haben, das durften wir das behalten. Wir haben den Krähendolch. Ne, den wollte ich eigentlich noch verkaufen. Zauber, ne. Das war doch ein Schwert, oder? Habe ich da was verpennt? Naja, gut. Machen wir das ein andermal. Wir gehen jetzt erstmal weiter zum Brasilienwald, machen da noch diese eine Quest, die wir hatten. Achso, ja. Hätten wir ja gar nicht hinlaufen müssen. Wo war denn das? Das war irgendwo hier. Ja, gehen wir einfach mal hin. Es wird wahrscheinlich unterwegs wieder einen kleinen Kampf geben. Und dann haben wir, glaube ich, die größten Rundreisen erledigt, wenn wir jetzt mit Brasilienwald und dann Redcliffe fertig sind. Ah, Kampf, komm, starte. Starte. Na, mach schon. Ich glaube, die Gegner hauen wieder ab. Mensch, das muss ja ein harter Kampf werden, wenn das schon so lange ladert. Wahnsinn. Ob wir die Schlacht gewinnen können. Wir haben euch erwartet, Wächter. Jetzt! Ja! Sonst hat er nichts zu sagen? Okay, Zwergenrebellenführer, Zwergenrebellen, bla bla bla. Ach ja. So. Dann. Du kommst weg. Und da hinten, naja, das ist nur ein Bogenschütze, da ist ja noch einer. Boah, hinter uns sind ja auch noch zwei. Wo kommen die denn her? Das ist ja hinterlistig. Gut. Weg. Und dann den hier. So, und... Haha, großartig einfrieren. Ne, dann treffen wir unsere Leute. So, und, oh, da habe ich aber, glaube ich, nochmal gepennt. So, denn wir haben noch weitere Lyriumtränke. Die habe ich mittlerweile schon ganz vergessen. Wir haben den mächtigen Lyriumtrank, den starken hier drauf, aber wir haben noch 17 andere. Also ich habe auch bei den Tränken und Rundumschlägen auch wieder so ein bisschen aufgefrischt. So. Ja, so. Das Spiel im Moment noch ein zweites Mal durch mit einem Magier auf Albtraum. Ich versuche es zumindest, auch wenn ich noch nicht so weit bin. Und ich muss sagen, Magier, da kann man so viel mit rausholen, wenn man vernünftig skillen kann von Anfang an und wenn man es auch ein bisschen kann, was ich nicht kann. Weil diese ganzen Frostdinger, die sind einfach nur super geil. So. Den auch noch. Wir haben, ich habe es ja glaube ich ja genau beim Leveln gezeigt. Beim Skillen gezeigt. Rubin hat ja die ganzen Frostzauber mit drin. Ich habe mit Morrigan auch so ein bisschen ähnlich geskillt. Morrigan werden wir auch bald nochmal ein bisschen in Action sehen. Da habe ich auch die ganzen Frostzauber mit geskillt, weil ich die wirklich nur richtig gut finde. So, auf zum Brasilienwald. Und wo mussten wir da genau hin? Irgendeine Markierung. Wie war das mit irgendeinem Bogen da rumschießen? Markierungsmäßig irgendwas? Keine Ahnung. Sehen wir dann. Muss ich nochmal im Questlog nachlesen. Aber ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Gut, und jetzt sind wir wieder hier. Na geil. Okay. Denerim. Achso, nee. Entfesselt auch nicht. Nee, Unruhen. Das. Nee. Der letzte Rest. Du hast allen drei Rekruten
Ach, da hätte ich mir die Quest noch abgeben können. Oh, das ist auch dumm. Plus die Nachricht der Wertschätzung bei 5. Ach, da hätte ich... verdammt, da bin ich natürlich jetzt nicht hingegangen. Ey, das ist ja richtig gut. Nee, das war es auch nicht. Suche den markierten Ort im Brasilienwald auf und verwende einen Bogen, um einen Signalfall durch die Baumwipfel zu schießen. Ja. Ah, wundervoll. Karte hilft, Schussposition, unmissverständliche Botschaften. Okay, dann werden wir da jetzt mal hinmarschieren. Aber erst im nächsten Teil. Bis dann.